Joanne K. Rowling, Harry Potter-Autorin und eine der reichsten Frauen Großbritanniens, hat mit einem Tweet einen Shitstorm ausgelöst. Der kommt vor allem aus der Transgender-Gemeinschaft und von anderen Aktivisten. Auslöser war ein Beitrag, in dem Rowling die Wissenschaftlerin Maya Forstetter unterstützt. Die hatte ihren Job nach der Aussage verloren, dass Menschen ihr biologisches Geschlecht nicht ändern könnten. Rowling schrieb: Bezeichne dich, wie auch immer du willst. Schlafe mit welchem Erwachsenen auch immer einvernehmlich, der dich will. Lebe dein bestes Leben in Frieden und Sicherheit. Aber Frauen aus ihren Jobs für die Aussage zu drängen, dass das Geschlecht real ist? Hashtag ich bin auf Mayas Seite. Die für ihre politisch liberalen Ansichten bekannte Autorin wurde im Anschluss von vielen Twitter-Nutzern als TERF kritisiert, was eine Abkürzung für den englischen Begriff Trans-Exclusive Radical Feminist ist und übersetzt Transgender-ausschließende Feministin meint. Unter den Kritikern war unter anderem die Organisation Human Rights Campaign. Die erklärte, Transfrauen seien Frauen, Transmänner Männer. Eine Sprecherin von Rowling sagte, sie werde sich nicht weiter zu dem Thema äußern.